meine Lieben, willkommen zurück. Ich möchte euch nur mal zeigen, was bei mir jeden einzelnen Spielstart von Jedi Survivor gemacht wird, und zwar die Spieldateien werden optimiert. Jedes Mal, wenn ich das Spiel lade, werden die Spieldateien optimiert und es dauert tatsächlich seine Zeit. Das ist verrückt, oder? Also ihr müsst mal gucken, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, bei anderen dauert das vielleicht länger. Ich meine, klar, dass man das einmal macht. Okay. Oder bei der Veränderung von der Grafikeinstellung, ja, ist okay. Aber wenn alles gleich bleibt, finde ich das bedenklich oder seltsam. Na, da ist was nicht richtig gelaufen bei denen. Gefühlt. Ich kann mich auch irren. Und die haben es ganz toll gemacht und ich stelle mich nur an, aber ich habe da ein komisches Gefühl bei der Sache. Das Video ist nicht so ideal. Also das, was ihr seht, es hat ein paar Artefakte und so. Gut, das ist so, ja. Will hier auch nicht das größte Let's Play aller Zeiten draus machen. Das soll mal ein bisschen ein Relax werden im Vergleich halt zu Stellaris, was mich jetzt ein bisschen geärgert hat auch, dass ich das Siegesjahr tatsächlich auf 2500 gestellt hatte. So doof. So blöd. Nun ja, gut. Jedenfalls. Genau, wenn ihr euch ein bisschen hier da nicht allzu sehr spoilern wollt. Ich finde, andererseits hat das ja auch was Gutes. Wenn das Video bei mir nicht so optimal ist, ja, dann könnt ihr es selber nochmal in gut spielen. Der Funk fällt immer wieder aus. Mach die Augen auf. Da ist ein Jedi auf der Flucht. Und wir sind der Köder. Ja. Da geht's für ihn vor und zurück dieses Mal. Wir hatten die Stelle ja schon beim letzten Mal. Haben dann aber noch ein Secret geholt, wo wir einen Lichtschwertgriff uns geholt haben. Ja, gucken halt ein bisschen rum, was es so gibt. Aha. Gucken. Ja. Es ist schon cool gemacht, doch. Schon cool gemacht. Er rennt ein bisschen arg komisch, oder? Naja. Gehen wir mal hier durch. Ja, ja, es ist. Es sieht mega bombastisch aus. Mega bombastisch sieht's aus. Finde ich. Wenn man so da hinguckt und diese doch Weite der Beengtheit quasi sieht, ja. Ist ja alles unterirdisch. Und trotzdem gibt es diese mega großen, weiten Flächen. Und wo die halt dann den Verkehr hier haben, da durchfliegen. Ja. Ist doch cool. Da scheint es eben auch dann so eine Art Straßensystem zu geben. Ja, ist doch nice. Ist doch nice alles. Okay. Ah. Ja. So. Ja, wir essen Rappen. Das Tom Hanks in Terminal, wo auf jeden Fall als irgendwie als Staatsbürger von irgendeinem Staat, der nicht weiterreisen darf, auf dem Flughafen in Amerika irgendwo leben muss. Ja. Und dann ja, lernt er eben diese eine Flugbegleiterin kennen, die regelmäßig vorbeikommt. Ja, und dann sagt er auch, wollen Sie essen, Krabben? Krabben essen? So gut. Ja, drücke D-Pad, das heißt die Steuerkreuz, sorry, das heißt D-Pad, oder? Nach rechts, um den Lichtschwertkampfstil zu wechseln. Oh, fuck. Eieiei. Wow. Sehr nice, Leute. Das wäre geil. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das mein Lichtschwertziel wird. Ach so, ah. Ja, hier. Links unten sieht man es. Doppellichtschwert, normales Lichtschwert. Okay. Gut, man kann also immer zwei gleichzeitig ausgerüstet haben. Es wird dieses Mal noch viel mehr geben. Bisschen Lust auf das Spiel, weiß auch nicht. Man braucht sowas nach Stellaris oder so. Ja, ne, ist in Ordnung. Da
Also ich muss jetzt Doppellichtschwert haben, okay, weil es gerade so gewollt ist. Na, dann machen wir es doch. Oh, no. Oh, no. Wir sind bald da. Alles klar bei dir, BD? Was, ich konnte einfach weiterspielen? Muss das Ding nicht öffnen? Ja, witzig. Finde ich cool. Ich nach unten sehen. Wow. Hab dich, Verräter. Diese Rüstungen, die haben, die sind einfach zu nichts nutzen. Auch jetzt könnt mir sagen, er hat es unter sein T-Shirt da gehalten. Unter seine Rüstung. Narre. Wo warst du so lange? Ach, ich hab ein bisschen rumgehangen und die Aussicht genossen. Ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Baut. Dafür bin ich hier, Kestis. Als ich das Dock einstürzen sah, dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha! Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh. Und Bravo will Funkstelle. Funkstelle? Bravo kennt sich aus. Ja, jetzt will ich mir das aber kurz angucken, den Datenbankeintrag, den es da jetzt gab. Charaktere. Über Cal. Nach jahrelanger Flucht im Kampf gegen das Imperium ist Cal Kestis zu einem erbitterten Jedi-Krieger geworden. Er führte eine Gruppe von Gesetzlosen bei einem waghalsigen Raub an, der von Saw Gerrera organisiert worden war. Ihr Ziel ist es, einem korrupten imperialen Senator militärische Informationen zu stehlen. Sie hoffen, dass diese Informationen ihnen eine faire Chance gegen das ständig wachsende Imperium geben werden. Ja, dann gibt es noch den Senator über Coruscant. Okay. Ja, ich sag immer, wir gucken uns das mal an. Wir gucken es uns im Endeffekt doch nie an. Was da so steht. Abkürzung freigeschaltet, sehr nice. Du und Liz hatten sicher schon Hunger. Hungrige Klatuinianer, das wollen wir nicht. Erinnere mich, dir irgendwann von dem Job auf Corrida zu erzählen. Anscheinend hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Ja, lassen wir sie besser nicht warten. Okay. Wie kriegen wir dich darüber? Also, das hat nicht geklappt. Kannst du diese Kiste zerlegen? Versuchen kann ich. Aha. Na? Dieses Jetpack ist praktisch. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Wer hat dir beigebracht, dich so zu bewegen? Mein Meister. Nach jedem Sturz hat er mich wieder auf die Füße gestellt. Klingt für mich wie ein guter Lehrer. Sturmtruppler-Patrouille. Die Suche nach uns. Besser nach uns als der Yacht, oder? Ja. Hab was gefunden. Ich kriege die Hälfte, oder? Okay. Oh, verflucht. Wie kommen wir rüber? Ich bin halt wieder mal mega... Ah. Wir müssen doch hier hoch. Wir können wahrscheinlich hier entlang laufen, oder?
Na. Beeindruckend. Er braucht schon ein Jetpack. Ha! Ah, jetzt gucken wir, was ist hier oben natürlich, wie immer. Der Klassiker bei Super Mario und so, da geht niemand. Siehst du das Kabel? Schon dabei, Kestis. Bei Super Mario geht ja niemand in die richtige Richtung am Anfang, man geht immer in die falsche Richtung. Ah, ja. Haben wir BD1 Materialien, Coruscant Lackierungen, okay. Die sind halt alle so klein, ich weiß es nicht, ob sich das da immer so lohnt. Also Geld ausgeben würde ich für solche Dinge nie. Zerstören kann man da auch nichts auf jeden Fall, okay? Eimerköpfe unter uns. Wir können sie nicht umgehen. Daneben mitten durch. Bereit, wenn du es bist, Kestis. Ich hab Gesellschaft und die ist nicht freundlich. Hab dich. Hält am Boden! Hallo Leute! Wer ist hinter uns? Na kaputt, das ist schon mal sein. Es ist schon gut. Doch. Wenn du mit mir spielst, ist das Spiel von Anfang an manipuliert. Doch, hier geht's ordentlich ab. Truppler im Anmarsch. Wir sollten sie überraschen. Klar, auf dein Signal. Halte RB gedrückt und dann X. Ah, okay. Jetzt. Okay, du kannst kämpfen. Ja. Du auch. Ich kann keine Binärsprache, aber ich verstehe dich, BD. Gruppenaktion. Also, das war hier. Ah, genau, da rechts unten. Rechts unten ist das Symbol für ihn. Da gedrückt halten und dann. Ja, das ist gleich da drüben. Und natürlich ist die Brücke noch im Bau. Natürlich ist die Brücke noch im Bau. Gebauten wegen des Krieges und so. Es muss eine andere. Versuchen wir es da lang. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Jedi. Oh. Alles bereit. Ja, nice. Örtliches Verzeichnis. Was ist örtliches Verzeichnis? Verzeichnisse helfen dabei, den Warenfluss auf dem Planeten zu organisieren und zu visualisieren. Die imperiale Expansion hat derzeit deutliche Auswirkungen auf das Importgeschäft, was zu einer allgemeinen Knappheit der gesamten Unterwelt in der gesamten Unterwelt von Coruscant führt. Okay. Schon schön gemacht. Also wir gucken uns noch mal ganz kurz das hier an. Grafikmäßig sieht es schick aus. Hier links halt auf unserer Sprache, rechts auf dieser Krieg der Sterne Sprache, ja. Ob es hier irgendwo noch was gibt? Ich sehe hier nichts weiter, dann können wir kurz speichern. Fähigkeitenmäßig. Wir haben nichts verfügbar. Okay. Aber wir haben jetzt hier auch Kampfstile. Und da können wir jetzt auswählen oder gucken. Ja, also ein Schwert ist in allem gleich.
Gut. Die Doppelklinge hat weniger Reichweite und weniger Stärke, aber mehr Geschwindigkeit und mehr Verteidigung. Genau, da wird es dann, ich glaube, fünf Kampfstile geben letzten Endes. Fertig? Ja, suchen wir die Crew. Sehr nice. Guck mir das echt gerne an, das gefällt mir. Wir müssen hier hoch. Warte. Läuft auch gerade relativ gut. Mal gucken, wie es nach 20 Minuten ist. Coruscant hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Heute ist es schon gefährlich, nur draußen zu sein. Ah, ich möchte halt nichts verpassen, tja. Das ist ein Dönerspieß da oben. Apropos Ärger, wir sollten der Patrouille ausweichen. In Ordnung. Desis Nudeln. Desis Nudeln ist eine beliebte Imbisskette in der Unterwelt von Coruscant. Es gibt kaum gute Gründe, sich auf die unteren Ebenen zu wagen, aber alle sind der Ansicht, dass Desis einer davon ist. Okay, cool. Sie wollen zu uns. Oh. Es geht los. Ich hasse es. Ah, da war jetzt der Kamerawinkel ein bisschen wild. Wow. Bei dem müssen wir ein bisschen gucken, wie wir es machen. Ich hätte ihn ja mit der Macht herangezogen. Da unten sind aber viele. Oh shit. LS und RS. Ah. Was ist das? Fähigkeitenpunkt erhalten, sehr nice. Okay, cool, da geht's die Treppe hoch, das scheint ja, da sind wir ja gekommen, das scheint jetzt offensichtlich jetzt zu sein. Da gehen wir in die Richtung mal. Wow. Ah, okay, er darf also nicht zu nahe kommen. Okay, der darf nicht zu nahe kommen, na dann. Er zeigt uns hier was an. Ah. Ich denke, BD möchte, dass du das Ding umwirfst. Erhalte ich jetzt Befehle von einem Droiden? Ja. Das ist ja Ober-Lego. Lego. Star Wars. Jawohl. Aber gut, dann gehen wir doch zurück. Weil das scheint jetzt doch so ein elaborierter Weg zu sein, sag ich mal. Dass es zu viel ist für einen Geheimweg. Auch hier diese schicken, alter, uralte Karren. Angelehnte Designs. Sackgasse. Lass uns umkehren. Ah, okay. Aber hier gibt es doch noch was. Das sieht jetzt aus wie... Ja, genau. Guter Fund.
Ja, und das Gute ist, wir haben uns einen gefunden. Dann haben wir zwei gefunden und jetzt haben wir drei gefunden. Na dann. Wenn wir auf diese Karte gucken, sehen wir dann Dinge? Oh, bewegliches Objekt, gut, aber... Das hatten wir ja. Wie sieht's hier aus? Eine Türe geschlossen, na dann. Den Jedi-Tempel zu seinem Palast gemacht. Ja, das kann das Imperium am besten. Nimm etwas, was du liebst und mach daraus etwas, dessen Anblick du nicht mehr ertragen kannst. Hier herunterspringen. Hätte ich jetzt ungern A gedrückt, um ehrlich zu sein. Unten was gegeben? Nee, okay. Wie lange hast du mit Saw Gerrera gearbeitet? Nicht lange. Ein paar Jobs hier und da. Du hast ihn offenbar schwer beeindruckt. Das ist nicht einfach. Ich beherrsche meinen Job und stelle keine falschen Fragen. Diese Kombination öffnet viele Türen. Halte LT. Um aus der Ferne nach Seilen zu greifen. Achso, LT. Ui. No. Wir sind da, wo wir gerade das Pyrit gefunden haben. Na, super. Super Sache, also wieder zurück. Alles gut. Ja, diese Fitzelspringerei, da tue ich mich manchmal schon ein bisschen schwer. Waren wir doch ganz schön weit gelaufen. Eieiei. Wahrscheinlich hätten wir auch normal runter weiterlaufen können und wären dann halt eben unten gelandet. Also jetzt nochmal. Jo. Ernsthaft? Ernsthaft, Leute? Das ist ein Witz jetzt, oder was? Kann ja wohl nicht der echte Ernst sein. Gottes Willen. Ja, jedenfalls, wenn man sich jetzt nochmal so Spiele anschaut, wie das uralte Jedi Knight. Mit Kyle Katarn und so. Ja? Oder wie hieß es, Dark Forces? Dark Forces meine ich jetzt, glaube ich, eher. Da ist das Level-Design so abartig, da musst du quasi einen offensichtlich dummen Weg laufen, der eigentlich gar nicht gemacht sein kann. Ja, den niemand jemals heutzutage so designen würde. So einen Weg muss man dann lang gehen. Ah, hätte auch so geklappt, seht ihr? So einen Weg muss man dann lang gehen. Und ja. Also jetzt. So, herzlichen Glückwunsch. Schwierigste Stelle des ganzen Spiels gemeistert. Brutal. Mit dem Kran dort könnten wir über die Brücke kommen. Wir setzen die Werkzeuge des Imperiums gegen sie ein. Klingt gut. Ach. Feinde in der Nähe.
Feind nähert sich. Wow. Ah, den roten kann man natürlich nicht blocken, ist ja klar. Das war gute Arbeit. Das war der schlechteste Kampf, den wir hier jemals gemacht haben, ohne Witz. Jetzt wird es ein bisschen schwierig alles. Ah, okay. Ah. Okay, cool. Würde ich aber sagen, dass wir unseren Fertigkeitenpunkt verteilen. Fähigkeiten steht plus dran bei Kampfstile. Ah ne, da kann man nur den auswählen. Okay, also die Fertigkeiten müssen wir gehen. Macht nicht für 3 Fähigkeiten, 2 Fähigkeiten verfügbar. Ui. Eine Fähigkeit Überleben verfügbar. Ein Schwert, Doppelklinge. Die anderen sind gar nicht freigeschaltet. Hält maximales Leben, erhöht sich. Keine Ahnung, machen wir mal Leben, ja. Es soll ja keine Doktorarbeit werden. 0 Fähigkeiten. Ich dachte, wir haben hier eine, hier 3, hier 2 oder wie war das? Aber wir könnten sie auch zurücksetzen, die Fähigkeiten, würde auch gehen. Nun gut. Bereit, Kerl? Ja. Geh mal wieder hier hoch. Hab einige Gegner gesehen. Achtung! Auf euch auf! Jemand anderer soll hier rauskommen. Ich will nicht verlieren. Nicht nachlassen. So. Du hättest uns nie begegnen dürfen. Ja, war nicht so gut für ihn, uns zu begegnen. Mal gucken, wo uns der Weg hier hin. Oh, wow, 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 wow. Ach du Kacke. Oh, scheiße. Darauf habe ich mich gefreut. Oh, wow. Scanner ist ausgefallen. Der Typ mochte dich wirklich nicht. Ich glaube, nee. Von dir war er auch nicht gerade ein Fan. Ah. Ich sehe keinen Weg nach oben. Sehen mein lieber auf. Mann. Die Roboter sind echt heftig. Was gefunden, Kumpel? Was hat er da? Ein Kletterseil. Die Arbeiter nutzen so etwas jetzt. Kannst du es reparieren? Ah, das Seil ist etwas ausgefranst. Aber nicht kaputt. Bekomme ich schon wieder hin. Hm. Oh, unser Batarang. Oder Betthaken da, Bett. Aufzug. Du hast also das Imperium bekämpft auf Kashyyyk. Ja. Einen Kampfläufer gekapert. Und du hast alleine ein imperiales Gefangenenlager befreit. Das war BD. Nur ihr zwei.
und ein paar Freunde. Und was ist mit dir, Neuer? Machst du das hier für die Kredits? Kredits schaden nie, aber ich... Ich habe eine Tochter. Kata. Ich sehe sie viel zu selten, aber immerhin kann ich für sie sorgen. Bestimmt hart, nicht bei ihr zu sein. Hm. Und die Mutter? Na, ist gestorben. Das Imperium hat sie uns genommen. Tut mir leid. Sie haben viele getötet. Es werden immer mehr. Hast du sowas schon mal benutzt? Krieg ich schon hin. Ich war Schrottsammler auf Bracca. Du hast schon einiges erlebt für dein Alter. Man schlägt sich so durch. Wir alle, oder? Ja, sehr cool. Okay, Kletterkabel mit LT. Boat ist ein selbstständiger Revolverheld. Hier oben. Ja, ja, alles gut. Das Kletterkabel hält. Gut, ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Wir können mit dem Terminal die Plakatwand drehen. War doch nicht so schwer, oder? Und zurück zur Brücke. Hoffentlich ist die Crew wohl auf. Wenn Gap sich langweilt, hätte sie zum Spaß den imperialen Funk. Ist sie so gut? Zu gut. Vom Syndikat ausgebildet. Aber sie hatte es sich mit ihren Arbeitgebern verdorben. Bravo war ein Pilot für die Republik. Ex-Militär. Das erklärt einiges. Ex-CIA-Agent. Steven Seagal. Wie hat deine Zusammenarbeit mit Coop und List begonnen? Kantine auf Norset. Ein Kopfgeldjäger hat uns aufgelauert. Die Zwillinge haben ihn in einen Minenschacht geworfen. Seitdem sind wir Freunde. Mal gucken, was es hier alles so gibt. Wir gehen mal hier gucken. Das kennen wir doch. Da geht's doch zur Nudelbar. Ja, die besten Nudeln. Okay. Alles klar. Ja, das sind halt hier diese. Ordentliche Crew Cast ist. Hoffentlich leiste ich meinen Beitrag. Du hast uns zum Senator gebracht. Klingt, als wollt ihr meinen Anteil verdoppeln. Ist das so, BD? Feinde! Du hättest nicht herkommen sollen. Hab ja einen Flüchtigen! Ich halte den Rücken frei. Rück dich weiter unter Druck. Dranbleiben. Komm zurück! Aufpassen! Der Weg ist frei. Okay, gut, aber der Weg wohin? Ist ja ein bisschen abgeschlossen. Jetzt müssten wir auf diese Minimap gucken, ob man da was sehen kann. Ich finde diese Navigationshilfe gar nicht schlecht, sage ich euch mal. Wenn wir hier gucken, der sagt mir jetzt, aha, ich muss nämlich da oben lang. So. Aber darum geht es uns ja nicht. Bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo bliebe sonst der Spaß?
Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gelbs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Wow. Ah, da gibt's noch mehr Leute. Batista! Batista! Ich hab grad mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Cal, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstemmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Ja, wie zieht through. Leute, es ist auch eines der Spiele, die gut sind. Ja. Was soll ich tun? Du hast ein Jetpack. Benutze es. Verstanden. Leute, gebt Gas. Sehr gut. Danke euch. Nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit Kraft. Ich denke, das kriege ich hin. Hey, Cal. Ich habe versucht, die Streben zu bewegen, aber... Ja, Gabs hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Das ist gut gemacht, Leute. Ernsthaft. Nice Spiel haben sie gemacht. Bis jetzt. Der Anfang ist immer anders als der Rest vom Spiel dann. Erster Streben weg, Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Cool, nee, hier besser. Warte! Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen heiß, aber kann man gut hinlangen, geht schon. Fürs Protokoll, ich habe ihn für dich gelockert. Ha. Nicht übel, Herr. Spring rüber, wir ziehen sie runter. Ja. Das will ich jetzt machen, ich will da rüber springen. Ah. Ich bin drauf, Caps. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Es Wonky Pan war da. Crew ist in Position, Cal. Bereit, diesen Rapidianer zu öffnen. Verflucht. Kommst du? Die Crew wartet auf dich, du Trödler. Ja, ja, komm ja schon. Haha. Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Wir sollten uns dem Senator nochmal vorstellen. Schick innen drin, gell? Ja. Ich habe dir vielleicht ein bisschen was abgeguckt, sich von Star Citizen. Oder nicht? Zurück!
Oh, ich sehe schon hinten die Helmsammlung, oder was ist das? Noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Drücke RB. Okay. Um einen Gedankentrick anzuwenden. Du musst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Entsperre es, dann wirst du belohnt. Ich werde belohnt werden. Ich werde das Terminal entsperren. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte, was haben wir da? Oh, oh, oh. Sieht aus wie Ketana. Sie sind überall. Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben Sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden Sie wissen, dass die Jedi für Sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Ja, nice. Gucken uns hier mal noch kurz ein bisschen um. Nun, mit welchem Verhandlungswerkzeug soll ich beginnen? Oh. Habt ihr nicht von mir behauptet, ich sei scharfzüngig? Das hier ist stumpf. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Oh je. Okay. Gestohlene Schätze, also das ist doch keine Helmsammlung. Wir sehen hier andere Dinge. Trophäen und Andenken von verschiedenen Planeten unter der Kontrolle des Imperiums. Die Sammlung eines Kenners galaktischer Kuriositäten, zweifellos gewaltsam, von ihren Ursprungsplaneten entfernt. Da hat er auch so Kunstwerke drin. Der hier umklammert die Welt. Ich kenne mich im Star Wars nicht mehr genug aus im Modernen, als dass ich diese Wesen überhaupt zuordnen könnte. Sie haben Glück, Senator. Sie haben einen Termin mit Saw Gerrera. Er wird mich töten. Oh, darüber weiß ich nichts. Kommt drauf an, ob Sie kooperieren. Diese Fähigkeit schätzen Senatoren doch, oder? Kooperation? Lasst mich gehen, sonst werden eure Freunde leiden. Haben wir einen Plan für den Senator? Ich überlege noch. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Wir fragen auch alle. Die Zwillinge sind... Na doch. Batista! Batista! Gunther!
Haben wir, was wir brauchen? Ja, bin gespannt, was Saul als nächstes für uns hat. Erstmal müssen wir mit diesen Informationen an die Oberfläche. Ja. Was dagegen, wenn ich mir mal kurz Sajans Terminal ansehe? Vielleicht hat der Senator ja noch irgendwas, das wir verwenden können. Und mit wir meinst du Schmutz, den du für ein paar Kredits verkaufen kannst? Man kann für eine gerechte Sache kämpfen und trotzdem seinen Anteil bekommen, Kel. So ist dieser Krieg nun mal. Nächstes Mal vielleicht. Okay, aber du zahlst das Essen. Und die Zwillinge verhungern gleich. Sehr cool. Wir haben mit allen geredet. Mir gefällt das Schiff gut. Um ehrlich zu sein. Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Kredit in seinem... Au. Oh. Aber was haben die sich... Was haben die auch gedacht? Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt und ich auch. Oh. Oh. Oh, das ist ja... Sie wurden erwischt, wie sie ein die hässlichste von allen. Mag ich nicht so gern. Diese Art von Jedi. Christus! Los, Feuer frei! Oh. Dank Ferrick, eine Inquisitorin! Ah, das wirkt so, weiß nicht, plump und ungelenkt. Pass auf! Oh. Gaps. Oh. Mit seinem winzigen Schwert im Verhältnis. Ist das ein Witz? Wir müssen zur Mantis. Das war jetzt aber ein bisschen übel, die Gaps. Ja. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Die Gaps hat, glaube ich, jeder gemocht. Ja. Ah, genau, wegschießen nämlich. Haben wir noch im letzten Moment. Dass wir lieber vielleicht ein bisschen den wegschießen und nicht zu uns herholen. Das ist eine markierte Wand. Hä? Okay. Das ist the most realistic Jedi Jump. Den müssen wir mal angucken. Der war zu geil. Also so macht man das oft in echt. Sieht man oft. Durch die Macht. Echt jetzt. Okay. Jetzt sieht es hier schon richtig dunkel und bedrohlich aus, Leute. Voll cool. Und da wird der Kebab gemacht. Sehr gut, da kommen die und dann werden die quasi in so eine Folie. Oh, Leute. Ja, wir machen jetzt hier noch die Upgrades und dann war es das für die Folge. Wir haben keine Upgrades. Dann machen wir trotzdem ausruhen. Ja, Leute, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächstes Mal geht's an dieser Stelle weiter. Macht's gut. Ciao.